Häufig werden in der Vermittlung von Wissen zur Onkologie sehr stark die medizinischen Inhalte in den Vordergrund gestellt. Die weiteren integrativen Bestandteile sind aber mindestens genauso wichtig. Was meinen wir mit integrativer Onkologie? Wir meinen das Zusammenspiel zwischen der medizinischen Behandlung, der Pflege und dann den Bereichen eben Psychologie, Sport und Ernährung, die, wie der Name schon sagt, integrativ ineinander eingreifen und sich gegenseitig verstärken. Deswegen soll in diesem Kurs vermittelt werden, dass die Psychologie, Ernährung und Sport für das Gelingen einer integrativen Behandlung so wichtig sind.